Verwirrung am Wiener Stadtrand. Ein versenktes Auto. Schnee mitten im Sommer. Kein Zufall, sondern Kunst. Und zwar mitten im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Trouble in Paradise heißt das Projekt, zu Deutsch Ärger im Paradies. Mit ihren Installationen wollen zwei Wiener Künstler die Betrachter zum Staunen bringen. Uns war eigentlich sofort klar, dass wenn man in Schönbrunn im Tiergarten was macht, dann muss das was mit den Tieren zu tun haben. Und idealerweise mitten in den Tiergehegen und nicht irgendwo außen rum. Es steht hier alles Mögliche an Möblage im öffentlichen Raum, was ich eigentlich eher als störend empfinde. Viele Menschen haben auch einfach ein idealisiertes Bild von draußen. Ja, die Tiere sind hier eingesperrt, draußen ist alles viel schöner. So ist es nicht. Und mit diesen Kunstinstallationen einfach darauf aufmerksam zu machen, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, hat uns einfach interessiert. Ein Jahr lang hat das Künstlerduo an dem Projekt gearbeitet. Wichtig ist bei der ganzen Sache, dass es sozusagen sich so ein Dreieck ergibt aus dem Betrachter, dem Tier und dem Ding. Die auffälligste Installation, eine riesige Ölpumpe, die den Pinguinen die Schau stiehlt. Interessant. Also noch nie gesehen auf der Art, aber es ist total interessant, weil es einfach Natur, Tiere und dann ganz was anderes dazu schaut ganz witzig aus eigentlich. Da kommen viele Kinder her, die kommen wegen der Tiere her und da kriegen sie dann auch einen Zugang zu Kunst und Kultur. Das ist eine ganz gute Idee. Man sieht einfach, dass das eigentlich nicht in den Lebensraum der Tiere passt. Die beiden Künstler sind bekannt für ihre kontroversen Aktionen. 2005 lassen sie Reklame in einer Wiener Geschäftsstraße verschwinden. Und in Linz wird ein Kircheneingang mit dem Emblem eines weltweiten Kaffeekonzerns verkleidet. Völlig unerwartet werden Menschen mit der Kunst konfrontiert, so auch im Wiener Zoo. Was so einfach aussieht, ist aufwendig geplant. Jede Installation wurde zunächst am Computer simuliert. Nur die 6 besten Entwürfe wurden tatsächlich realisiert. Eine der schwierigsten Installationen, 26 Meter Eisenbahnschienen, die sich durch das Bisongehege ziehen. So in der Geschichte der Ausrottung der Bisons, dass die Eisenbahn quer durch Amerika vom Atlantik zum Pazifik gelegt worden ist und dadurch die Bisons in eine Nordherde und eine Südherde getrennt hat. Und deswegen haben wir eine ganz bestimmte Größe von Körnung des Schotters verwenden müssen und eine bestimmte, sozusagen sehr, sehr altmodische Art, wie die Schienen auf den Polen befestigt sind. Vor allem im Bisongehege war die Angst vor Verletzungen groß. Doch die Tiere arrangieren sich erstaunlich gut mit der Installation. Auch die Krokodile scheint die Kunst nicht zu stören. Ein Werbeschild und eine ausgediente Badewanne wurden hier abgestellt. Es gibt Leute, die sagen, sie gehen jetzt nicht in den Zoo, weil Müll, sehen sie ja Müllplatz und sie wollen im Zoo einfach diese heile Welt erleben. Aber das Gros der Besucher und der Öffentlichkeit, das Feedback, das wir zurückbekommen haben, war durchaus positiv, das auf diesem Weg einmal auch ein bisschen aufzurütteln. Ein Giftfass im Aquarium. Kunst, die zum Nachdenken anregt. Anscheinend hat das schon dazu geführt, dass viele Leute sich über dieses Verhältnis zwischen Natur und Zivilisation Gedanken machen. Und das war eigentlich unser Ziel. Und insofern können wir sagen, dass es eigentlich eine erfolgreiche Sache war. Die Aktion im Wiener Zoo läuft noch bis Oktober. Dann werden die Objekte, natürlich umweltgerecht, entsorgt.